Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sternzeichenlegung für den Monat September 2022. In dieser Legung geht es um die Fische. Das heißt, wenn du dein Sternzeichen, deine Sonne in den Fischen hast oder Mond, Aszendent, Venus, ansonsten starke Aspekte, dich zu den Fischen irgendwie hingezogen fühlst, dann ist das möglich, dass dies deine Legung ist. Mein Name ist Claudia, du bist hier bei Claudias Cosmic Card News. Wir haben hier eine allgemeine Legung. Sie kann mit dir resonieren, muss natürlich nicht. Falls du eine ganz persönliche eigene Legung haben möchtest, dann schau mal in das Textfeld unter das Video. Da habe ich dir meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben. Da kannst du dich gern drüber melden und ja, und dann kann ich dir auch eine persönliche Legung machen. Und zuallererst stelle ich dir allerdings jetzt hier erstmal die Decks vor, die ich benutze. Was du hier schon siehst, ist einmal das Botticelli-Deck. Das ist das Haupt-Tarot-Deck, was ich benutzen werde. Dann haben wir hier Golden Art Nouveau in der Dose. Dann habe ich für dich die Heilsteine und noch ein wunderschönes Deck, nämlich das Weisheitskarten für Lebensentscheidungen-Deck. Das ist ein Orakel-Deck, was ich sehr, sehr schätze, auch weil gerade jetzt momentan ist viel im Umbruch und viel will sich neu gestalten und viele Menschen stehen vor sehr, sehr elementar wichtigen, für sie wichtigen Entscheidungen und da kann man immer ein bisschen Unterstützung gebrauchen, gell? So, okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich werde das hier so machen. Ich werde erstmal ein paar Karten zur Grundenergie ziehen für den Monat September, für die Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Grundenergie, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, der Fische im Monat. Für den Monat September, da will schon die erste Karte raus. Ja, Lebensentscheidung, dumm, Überraschung. Okay. Die Karte, die Liebenden, ist natürlich eine Entscheidung aus Liebe. Das kann sich für eine Beziehung sein, eine Entscheidung, die sich um eine Beziehung dreht. Es kann sein, dass es die Entscheidung ist aus Liebe zu dir, dass du dir klar darüber wirst, was du wirklich möchtest, dass du dir darüber klar wirst, auch für was du dich entscheidest. Und die Entscheidung zu dir kann ein Ja zu dir, kann ein Nein zu jemand anders bedeuten. Bei den Fischen tatsächlich nicht so unwichtig, finde ich, weil Fische ja doch von der Tendenz her auch mal weil sie so weich und sensibel sind und so. Und so sensitiv, dass sie sich sehr gerne beeinflussen lassen. Und deswegen ist das Ja zu sich selbst, gerade bei den Fischen, noch viel wichtiger, dass ihr euch klar darüber seid als bei anderen Sternzeichen. Eben wegen der Ablenkung, wegen der Beeinflussung von außen und so weiter. Also das ist schon mal ganz wichtig. Ein Ja zu dir ist ganz wichtig für dich. Ich hätte gerne bitte noch eine. Da kommt sie schon. Da haben wir die sechs Münzen. Ja, die sechs Münzen, das ist auch eine Karte des Ausgleichs. Eine Karte von Geben und Nehmen, beziehungsweise Geben und Empfangen. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass du vielleicht mal schaust, wie denn so dein Verhältnis ist zwischen Geben und Nehmen. Gibst du sehr viel und nimmst sehr wenig? Oder hast du ein Problem mit Empfangen? Das heißt also, du bist jemand, der sehr gerne hilft, unterstützt, macht, tut, rotiert und so weiter und dann irgendwie letztendlich irgendwie auf der Strecke bleibt, weil da wenig zurückkommt, liegt es möglicherweise daran, dass du halt es sozusagen, dieses sogenannte Helfersyndrom, kennst du das? Irgendwie dauernd ist man der Meinung, man muss da irgendwo helfen und machen und tun und andere retten. Und selber stehst du dann im Hemd da und hast nichts. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir im Gleichgewicht sein möchten, dass wir natürlich auch unsere Antennen und unseren Sender auf Empfang stellen und ja, wir dürfen. Und dieses Ja ist für mich hier eindeutig auch in den Bereich der Liebenden zu sehen. Es geht um Harmonie und Ausgleich. Es geht um ganz groß ein Ja, ein wirklich bedingungsloses Ja zu dir, damit du auch all das Gute, was für dich bereitstellst, natürlich auch empfangen kannst. Nur geben ist irgendwie ziemlich kontraproduktiv. Ja, also wir müssen nicht nur gute Geber, wir müssen auch gute Nehmer sein. Und das finde ich super interessant, dass wir hier zweimal die Sechs haben übrigens, ne? Ja, okay, ihr Lieben. Also, geht ja schon mal gut los hier. Ich hätte gern noch bitte eine Karte für den Monat September für die Fische.
für die Fische für den Monat September. Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Fische, Mond, Sonne, Aszendent, Venus. Monat September. Und da haben wir die 10 Stäbe. Ja, das zieht sich hier gerade so ein bisschen wie ein roter Faden. Geht los. Ich hatte auch gerade noch das Wort ausnutzen. Kam mir so rein. Das ist, ja, man kann sich natürlich auch, wenn man viel gibt, viel umtriebig ist, anderen dauernd irgendwie in irgendeiner Form eine Unterstützung und Hilfe zu sein, kann es auch sein, dass man sich natürlich irgendwann auch ausgenutzt fühlt oder dass es eben auch darum geht, es wird mir zu viel. Dass du aufpasst, dass du dir nicht zu viel auflädst und dass die Belastungen dadurch nicht irgendwie immer größer werden. Also ich kenne auch Menschen, die bis zur Erschöpfung sozusagen sich aufgeopfert haben und ja, und wozu? Letztendlich hatten sie ein leeres, waren sie ein leeres Gefäß und hatten gar nichts mehr zu geben, nicht mal sich selbst. Und dann wird es natürlich echt dramatisch. Also erkenne die Belastung, erkenne, wenn dich etwas zu stark belastet, wenn du merkst, das ist dir zu viel. Und es ist ganz egal, ob jemand anders sagen würde, ach, da geht doch noch was oder ach, das ist ja noch gar nichts. Wenn dir das zu viel ist, wenn du sagst, die Belastung ist mir zu stark und zu hoch und zu intensiv, dann darfst du Nein sagen. Dann darfst du wirklich Ja zu dir sagen und Nein zu diesem, was da kommt. Also möglicherweise gibt es ja irgendwelche Anforderungen, die an dich im Außen gestellt werden und du merkst, ey, das kann ich so gar nicht mehr tragen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht mehr geben als bisher. Es geht nicht. Es wird mir zu viel. Okay, steht eine Entscheidung im September an. Genau zu überlegen, ist das Verhältnis geben und nehmen gegeben oder geht es nicht vielleicht eher darum, dass du ganz viel gibst und es ist dich völlig überfordert mittlerweile. Ist durchaus hier denkbar. Okay. Und was ich nämlich auch ganz spannend finde, ist, dass die beiden hier, die gucken in diese Richtung. Diese Person hier guckt auch in diese Richtung und der ist schon völlig platt. Der guckt nirgendwo mehr hin, der hat die Augen zu. Aber es geht definitiv darum, Balance, geben und nehmen, hier Überforderung. Und das geht natürlich so nicht. Das ist auf Dauer, ist das letztendlich sehr, sehr schädlich. Okay, ich hätte gerne noch mal eine Karte bitte für den Monat September, für die Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Für den Monat September bitte. Den Buben der Schwerter. Okay, vielleicht ist es jetzt tatsächlich Zeit, auch mal ein bisschen bissig zu werden, ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Die Chance zur Klarheit spricht der Bube der Schwerter. Buben sind immer Chancen, die uns von außen gegeben werden. Möglicherweise geht es jetzt darum zu sagen, ey, okay, Moment, die bisherige Situation, so wie sie bisher war, hat mich überfordert. Egal was es ist, es kann sein wirklich, dass es um eine sehr, sehr lange Zeit schon geht, wo du dich immer wieder aufrappelst, wo du immer wieder gibst und letztendlich das schon so eingefahren und so normal ist, dass du da vielleicht auch ja, quasi jetzt an einem Burnout stehst. Das kann durchaus möglich sein, weil du tatsächlich nicht rechtzeitig vorher die Bremse gezogen hast. Wer in einer Tour nur gibt, ist in der Regel, ist leider so, ist in der Regel tatsächlich auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung im Außen, anstatt in sich das Ganze zu finden. Sich selber anerkennen und wertschätzen, ganz wichtig. Das ganz große Ja zu dir ist ganz wichtig, weil letzten Endes, wie gesagt, bist du irgendwann völlig ausgelutscht, völlig leer. Und dann ist man dann irgendwann mit letzter Kraft dabei, irgendwie nochmal für Klarheit zu sorgen. Oder dann geht es vielleicht wirklich darum, dass du jetzt in einen Konflikt kommst oder dass du jetzt bereits schon einen Konflikt hast aufgrund dieser Geschichten. Und da geht es jetzt um Klärung. Und Bube als Chance von außen heißt auch, dass Situationen, dass mit Menschen was geklärt werden kann, dass da wirklich eine Gelegenheit sich auftut, wo ganz klar auch irgendwie die Sachen ja, geäußert werden können. Vielleicht musst du all deinen Mut zusammennehmen
Und musst wirklich sagen, stopp so nicht. Aber es geht echt um eine Entscheidung. Und natürlich eine Entscheidung aus dem Herzen. Und wenn du mal nicht reinspürst, dann wirst du genau wissen, was da bei dir im Ungleichgewicht ist. So. Vielleicht bist du auch wirklich jemand, der wirklich dauernd am Machen, am Machen, am Machen ist und versucht irgendwie was hinzubekommen, sich dabei völlig verausgabt. Das auch vielleicht an etwas ist, was du in dir selber trägst. Das hat gar nicht unbedingt was mit anderen zu tun, sondern das ist so etwas, was du dir selbst auferlegt hast. Also insofern ist es natürlich schon so, dass du dann letzten Endes auch deinen Akku selber leer pumpst, sozusagen nach außen, Energie nach außen abgibst und dann irgendwie plötzlich völlig erschöpft da liegst und nicht weiter weißt und sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, das geht hier alles gar nicht. Aber wir haben den Buben der Schwerter, Schwerter, Luftelement, Klarheit, Klärung. Vielleicht wird es auch ein bisschen ungemütlich, das kann natürlich auch sein, weil der kann auch durchaus mal ein bisschen, ein bisschen streitlustig sein. Und es ist ganz wichtig, wie du darauf reagierst. Also möglicherweise kann es sein, dass es Leute gibt, dass es Menschen gibt, auch die selbst deine Situation, wenn du dich äußerst und sagst, nee, ich mache das so nicht mehr, ich will das so nicht mehr, dass die dann sagen, hallo, was, Moment, du funktionierst jetzt nicht mehr so, wie ich das gerne möchte, das geht aber so nicht und fangen dann plötzlich an, zickig zu werden. Also falls das der Fall sein sollte, bleib bei dir, entscheide dich aus Liebe zu dir. Und für deinen vollen Akku und nicht von den Akku von irgendjemand anders. Deine Energie, ganz wichtig. Ich hätte gerne noch eine Karte, bitte. Eine Karte hätte ich gerne. Für die Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Sonne, Mond, Aszendent, Venus im September. Wow. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Turm. Ja, okay, das ist eine echt krasse Karte. Also das kann wirklich sein, dass es bei dieser Klärung so weit geht, dass radikal wirklich alles neu erstmal zusammenstürzt und dann neu aufgebaut werden darf. Also die Karte der Turm ist natürlich wirklich eine sehr intensive Energie, große Arkana, macht richtig Lärm. Kann sein, dass du das Gefühl hast, dir reißt es den Boden unter den Füßen weg. Möglicherweise, weil eben die Dinge sich anders entwickelt haben, als du es vielleicht erhofft hattest. Und auf einmal kracht das ganze Kartenhaus zusammen und du stehst da und das ist möglicherweise eben aufgrund dieser Klärung, dass da wirklich richtig was ins Rollen gekommen ist. Und zentral, als zentrale Karte haben wir hier die 10 Stäbe, das heißt die Erschöpfung. Und deine Entscheidung, die kann natürlich, wenn du sagst, ich King of my Universe, ich bin hier der Entscheider, ich habe das Zepter in der Hand und mir geht es nicht gut damit, wenn ich nur gebe, 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 dann wird diese Nummer geklärt und dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Möglicherweise eben auch, weil du dir, kann ja auch sein, echt was vorgemacht hast. Und oder du hast ja vorgemacht im Sinne von, du hast gehofft, dass es sich doch noch wieder anders entwickelt. Du hast gehofft, dass die Situation sich wieder in eine positive Richtung entwickelt. Und du hast aber festgestellt, nee, Moment mal, also irgendwie das, was bisher, was da gewesen ist, das hat mich einfach nur noch ausgelutscht. Und vielleicht hast du deinen Fokus zu sehr auf was auch immer gelegt, auf eine Beziehung, auf einen Arbeitsplatz, auf familiäre Situationen und stellst jetzt fest, stopp, nee, also das geht so nicht mehr. Und es sieht für mich auch so ein bisschen so aus, als ja, dass doch schon jetzt so der Kampfgeist ein bisschen auftaucht durch den Ritter der Schwerter, den Bube der Schwerter, Entschuldigung, dass da wirklich Klärung kommt und möglicherweise eben, wie gesagt, es bei dem einen oder anderen kann es wirklich sein, dass es hier mit einem Riesenknall passiert und dass du wirklich sagst, Alter, das habe ich mir so auch nicht überlegt oder gedacht, aber gut, es ist so, wie es ist, weil das ist das Allerwichtigste, dass du deine Energie wirklich für dich auch hochhältst, deine Schwingung hochhältst, damit du für dich natürlich auch ein schönes Leben hast und nicht, dass du anderen nur das schöne Leben bereit ist. Das ist auch so die Nummer mit dem, ja, mit der Wertschätzung, ne? Also schätze dich selbst bitte wert. Ganz, ganz wichtig. Und dann lass es nicht zu, dass du erstmal das andere dich auslutschen energetisch und natürlich, dass du auch selber auf deinen Energiehaushalt
achtest und sagst, Moment mal, was kann ich jetzt für mich tun? Was ist jetzt für mich dran? Ne? Was ist für mich dran? Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach nur mit einer gesunden Selbstfürsorge. Weil ich, wenn ich die Taschen leer habe, dann kann ich niemandem was daraus geben. Also muss ich zusehen, dass ich meine Taschen erstmal fülle. Dann habe ich ein gutes Level und dann kann ich auch nach außen geben. Aber wenn ich selber voll so leer gelutscht bin und irgendwie gar nichts mehr habe und Batterie-Error und Tilt und so weiter, dann ist da nichts mehr. Ne? So. Also insofern dienst du wirklich dir und dem großen Ganzen am allerbesten, wenn du natürlich schaust, dass du im Gleichgewicht bist, in der Harmonie. Jetzt bin ich gespannt, was hier am unteren Kartenrand ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, die Karte. Die drei Münzen. Ja, die drei Münzen, das ist eine Art, das ist die Karte auch der Teamarbeit. Und was mir wirklich einfällt, ist dazu, das Team gibt natürlich die Möglichkeit, weil es eine Münzkarte ist, dass es etwas gibt, dass du Menschen im Außen hast, die dich unterstützen, die dir helfen, an die du dich wenden kannst. Dass du wirklich sagen kannst, okay, Moment mal, wer ist denn da, wer kann mich denn unterstützen, wer gibt mir Kraft? Wer unterstützt mich jetzt in dieser Situation, dass ich durch dieses vielleicht möglich, dieses, was ja da sein kann, dass das hier wirklich ein Drama sich auftut in aller schärfster Form, dass du wirklich sagst, okay, Moment, was unterstützt mich? Es kann auch sein, wenn es nicht um andere Menschen geht, dass du Tools findest in irgendeiner Form, die dich unterstützen. Das kann Meditation sein. Das kann natürlich sein, ich gehe in den Wald und tanke dort auf. Irgendwelche Sachen im Außen, die dich und dein Körpersystem und natürlich deine Seele unterstützen, dass du im Gleichgewicht, in der Harmonie bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier ist Teamarbeit gefragt und möglicherweise einfach auch das Team, du mit dir selbst. Weißt du, wie ich das meine? Also dass du für dich in den Ausgleich kommst und dass du dich da, weil das ist ja auch wirklich eine Karte von Unterstützung. Was haben wir drunter? Hier drunter haben wir den Buben der Stäbe. Ja, das ist auch etwas, was von außen kommt, eine Energie von außen, eine Einladung, eine Unternehmung, ein wirklich, ja, auch eine gute, eine kraftvolle Energie, weil das Stab ist ja Feuerqualität. Was haben wir hier noch drunter? Und die 10 Schwerter, ja, da geht es dann auch wirklich um das Ende. Etwas Altes wird beendet, damit dann muss natürlich das Neue kommen, dann 9 Stäbe, die alten Verletzungen. Also da ist alles mit dabei, das volle Programm. Auf jeden Fall hier, boing, die Überforderung, dann darfst du gleich übergehen zu den 10 Schwertern, weil da ist wirklich irgendwas am, da ist wirklich etwas am Ende, hat sich beendet, hat sich bereits erledigt. Vielleicht hast du es noch nicht wirklich erkannt bisher, das ist auch möglich, dass du wie sage ich immer so, ne, dass du das tote Pferd noch reitest. Also du hast noch nicht erkannt, dass es tot ist. Du hast noch nicht erkannt, dass diese Situation sich bereits erledigt hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Was ich natürlich, ja, was durchaus auch ist, dass man, wenn man Hoffnung hat und sagt, ey, das ist das, was, was ich doch gerne möchte. Das ist das, da hast du dir irgendwas überlegt, aber leider ist es nicht das, was es letztendlich dann auch vielleicht für dich gedacht ist. Okay, auf jeden Fall ist das hier ein riesen Erkenntnisprozess und das ist auf alle Fälle gut, wenn die Dinge sich wirklich klären. Ist natürlich dramatisch unter Umständen mit dem Turm dabei, aber vielleicht ist es auch nicht ganz so übel. Auf jeden Fall ist Befreiung immer gut. So, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt habe ich hier lange darüber geredet. Jetzt möchte ich gerne wissen, was im Verborgenen ist und was dennoch wirkt. Was ist hier im Verborgenen unten und was wirkt hier dennoch? Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist im Verborgenen? Was wirkt dennoch? Was ist im Verborgenen und wirkt dennoch? Da haben wir hier die Herrscherin. Oh wow, okay, die Herrscherin ist natürlich eine tolle Karte. Die Herrscherin ist eine ganz schöne Energie, die ist, ach, ich liebe sie. Sie ist fürsorglich, sie ist kreativ, sie möchte Neues auf die Welt bringen. Sie ist verbunden mit Mutter Erde, sie ist ja, sehr liebevoll und harmonisch und wie gesagt kreativ und natürlich auch als Herrscherin kraftvoll. Und es ist eine große Arcana-Karte, das heißt mit wirklich Kraft und Power dahinter. Also das wirkt. Du bist unterstützt, du hast, ich würde mal sagen, das Göttliche ist mit dir, die Quelle. Da wollen Sachen
aus dir heraus geboren werden sozusagen. Etwas Neues möchte entstehen und das wirkt. Und deswegen kann es wahrscheinlich gar nicht anders sein, als dass dann auch die alte Struktur zusammenbrechen muss, damit eben etwas Neues entsteht. Das ist am Werden. Das ist natürlich bei uns allen gerade so. So, ich möchte jetzt bitte noch eine Karte dazu haben. Was ist das, was im Verborgenen ist und dennoch wirkt? Was ist verborgen und wirkt? Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Was ist im Verborgenen und wirkt? Upsala. Zwei Karten. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir haben hier den Ritter der Stäbe und die Hohepriesterin. Wow, wunderbar. Also da geht es natürlich auch um das innere Feuer, um Ungeduld, um ich will vorangehen, ich möchte das endlich auf die Welt bringen, was ich da an Ideen habe. Er ist unternehmungslustig. Also ich würde mal sagen, das hat was von der Schad hier mit den Hufen. Das, was unbewusst ist, aber dennoch wirkt, da möchte etwas los. Der ist sehr ungestüm, der ist ungeduldig, der ist, hat Leidenschaft, Temperament. Das ist eine Widder-Löwe-Schütze-Energie. Geht sehr nach vorne. Also da ist möglicherweise auch etwas bei dir schon im Unbewussten, was da schon brodelt. Ja, was bei dir brodelt und wo du irgendwie vielleicht doch schon so eine Ahnung hast und sagst, boah, nee, also so kann das nicht weitergehen. Und weil deine innere Stimme, hohe Priesterin, dir nämlich die ganze Zeit schon zuflüstert, dass da irgendwas nicht so hinhaut, wie es sein soll. Also hör auf deine innere Stimme, die sagt dir, was los ist. Und die stell mal ganz, ganz laut, weil die sagt dir ganz konkret, was da irgendwie nicht so richtig, ja, was da nicht so richtig funktioniert, aber sie sagt auch, was funktioniert. Also auf jeden Fall ist alles, was sich für dich positiv und gut und herzöffnend anfühlt, auf jeden Fall gut. Und alles, was da irgendwie eher sich, was da dich, ja, wo du merkst, das wird eng, da kriegst du ein komisches Gefühl. Da lohnt es sich auch, einen weiteren Blick mal hinzuwerfen, bin ich denn da vielleicht tatsächlich gerade auf dem Holzweg. Jetzt möchte ich gerne eine ergänzende Karte dazu haben, vor allen Dingen, was ja total klasse ist. Du hast ja hier mit der Hohepriesterin, das ist ja auch letztendlich auch eine, so das ist ja auch so eine Fische-Energie, so nach innen gerichtet, Intuition, Gefühle, das ist dieses nach innen gerichtete, die Hohepriesterin, eine ganz, ganz wundervolle Karte, eine Schutzkarte des Tarot, also auch wirklich, ja, weil die innere Stimme, die belügt dich nie. Ja, also dein Herz sagt dir immer, was korrekt ist, und wenn du dann im Außen natürlich nicht den Mut findest, das umzusetzen und zu sagen, hey, stopp mal, so nicht, dann hängst du natürlich quasi am Turm, ne? Und dann kommt die Überforderung. Also, ich hätte gern bitte noch etwas, was hier im Unbewussten sich befindet, aber dennoch wirkt für die Fische. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Upsala! Nee, das halbe Deck möchte ich jetzt nicht hier haben. Dumm. So. Ups. Nee, Moment, das war noch nichts. Also, was ist hier im Unbewussten? Guck mal, fliegt raus. Also, das ist ein Springdeck hier. Wir haben die sieben Schwerter. Das ist die Karte, die den ganz klaren Hinweis auf Authentizität, den Hinweis darauf legt. Sagt man das so? Egal. Also auf jeden Fall ist es so, er war im feindlichen Lager, hat die Schwerter geklaut. Nicht so schön. Und er versucht gerade irgendwie, sich daraus zu winden. Also das ist auch eine Karte, die hat mit Lügen zu tun. Die hat mit Betrügen zu tun. Das ist immer die Frage, sind wir selbst der Übeltäter oder sind die anderen? Das ist auf jeden Fall, hat es immer mit uns zu tun, weil sonst wäre es nicht in unserem Leben. Also hier geht es auch ganz, ganz klar darum. Nicht, wie komme ich aus der Nummer raus? Wie winde ich mich hier raus wie ein Aal? Wie kann ich irgendwie um die Nummer rumkommen? Sondern es geht darum, sei ehrlich, sei wirklich ganz ehrlich zu dir selbst und dann bau auf dieses ehrliche, auf diese ehrlichen Erkenntnisse zum Beispiel und sag, okay, was willst du denn wirklich? Was willst du denn wirklich? Willst du dann, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, okay, dann entscheide dich dafür und dann sei klar.
zu sagen, ja, ein bisschen hier rum, ein bisschen darum und ich guck mal, ob ich nicht um diese Ecke noch rum kann. Da machen wir uns oft selber was vor. Also es geht wirklich auch um Klarheit, Authentizität, Ehrlichkeit und schau mal, wo da bei dir vielleicht noch irgendwas haken könnte. Ne, wo du sagst, ich bin noch nicht ganz ehrlich zu mir selbst, weil ich, oder es ist halt so, dass auch tatsächlich, sage ich mal, die, weil ich komme gerade so drauf, die Sachen, die so unbewusst wirken, entweder ist es diese Energie von, du bist es gewohnt, dir selbst etwas vorzumachen. Und dann geht es darum, natürlich auch da mal hinzuschauen, was, wo kann ich da vielleicht noch was aufdecken und wo müsste ich da möglicherweise ein bisschen was ändern, weil das einfach auch zu deinem Besten ist, wenn du nicht dauernd rumeierst, natürlich. Wo fehlt mir noch die Klarheit hier für diese Sachen? Weil wenn man sich selber belügt und selber betrügt und Dinge nicht wahrhaben will und so weiter, dann ist es natürlich ganz klar dieses Ding mit, ich fahre mit angezogener Handbremse, weil schlicht und ergreifend das Energien sind, die uns nicht dienen, sondern die uns behindern. Und wenn wir wirklich fröhlich, frank und frei und glücklich irgendwie unser Leben leben möchten, dann hat diese Energie da nichts zu suchen. Weil, wie gesagt, die ist unfrei, die macht unfrei. Also da vielleicht auch nochmal hinschauen, wo kann ich, lebe ich gerade noch nicht so mein authentisches Sein? Wo muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf meine innere Stimme vertrauen? Und da nochmal ein bisschen mehr hinschauen, genau. Warte mal, ich gehe mal hier mit der Kamera ein bisschen weiter runter, dann kannst du diese Karte besser sehen. Ich möchte den Ritter der Stäbe nämlich nicht verdecken. Was haben wir als nächstes? Jetzt haben wir als nächstes den Tipp des Universums, der geistigen Welt. Wo könntest du, abgesehen von der Upsala Ehrlichkeit, dir selbst gegenüber fahren? Das ist immer das Erste, sich selbst gegenüber ehrlich sein. Wo könntest du noch hinschauen? Was ist der Tipp des Universums? Was gilt es noch vielleicht zu beachten für dich im September? Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wo geht es für dich im September nochmal, gilt es darum, ein Augenmerk hinzuwerfen? Welche Energie ist hier als Unterstützung des Universums, der geistigen Welt für dich? Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Wir haben hier, was haben wir hier? Die vier Münzen. Okay. Gerade das Thema Authentizität gehabt, ne? Schau mal hin, wo du dich vielleicht noch festklammerst, wo du vielleicht dran klammerst, wo du sagst, oh, da kann ich noch nicht so loslassen, das will ich noch nicht so loslassen. Schau mal, ob du nicht irgendwie an der trügerischen Sicherheit erlegen bist sozusagen, dass du glaubst, du hast da etwas sicher, was aber gar nicht sicher ist, was wirklich trügerisch ist, wo du dir selber etwas vormachst. Also es geht da wirklich für mich jetzt, in dem, wie ich das jetzt hier energetisch wahrnehme, es geht darum, schau dahin, wo, an was hältst du noch fest, was vielleicht gehen darf. Andererseits ist es natürlich auch ein Hinweis darauf zu schauen, schau doch mal, was du bereits hast und worauf du bauen kannst. Was ist dein Fundament? Was ist deine Ordnung, deine Struktur? Schau doch mal genau dahin, auf was du dich in dir schon verlassen kannst, was du ganz sicher hast. Und alles andere, woran du festhältst im Außen, weil die Münzkarten sind immer der Hinweis natürlich, Erdelement ist immer außen. Schau mal, was du im Außen tatsächlich vielleicht da noch hast, was einerseits, wie gesagt, ist diese Karte, hat was mit Klammern zu tun, hat natürlich aber auch was ganz klar damit zu tun, zu sehen, okay, was habe ich denn bereits? Also wenn du dir schon was aufgebaut hast in irgendeiner Form, was weiß ich, du hast jetzt schon an deiner Berufung gearbeitet, du hast dir, keine Ahnung, ein Haus gekauft schon oder irgendwas in der Richtung, dass du sagst, okay, was habe ich denn bereits im Außen, was mir Sicherheit gibt, wo habe ich meine Struktur, meine Ordnung und aber wo klammere ich vielleicht auch noch dran, was darf gehen? Ist auch für mich hier ein klarer Hinweis. Jetzt schauen wir nochmal weiter, was haben wir hier noch für dich?
als Hinweis, als Tipp der geistigen Welt, wo du mal hinschauen kannst. Also es geht grundsätzlich auf das Thema Sicherheiten, Struktur und Ordnung. Und das finde ich auch sehr spannend, weil wir natürlich, heute ist der 27. August, wo ich diese Legung mache, haben wir gerade den Neumond in der Jungfrau, und da geht es auch eben um neue Strukturen. Neumond ist ja immer ein Neuanfang auch. Also ein Neumond, Neuanfang, Jungfrau, Struktur, Ordnung, so diese Geschichten. Erdung. Schau mal da in dem Bereich vielleicht, ob da irgendwas bei dir klingelt. So, schauen wir mal, nicht nur der Klingelbeutel. Was ist der Tipp des Universums hier für die Fische? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Da haben wir hier die Königin der Münzen. Auch wieder eine Münzkarte, finde ich sehr spannend. Da geht es auch tatsächlich um das Erreichte, um die Sicherheit, um die Fürsorge. Schau mal hin, schau mal, was du dir vielleicht auch Gutes tun kannst. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, wenn wir für uns einfach so ein paar Dinge tun im Außen, dass wir, wie gesagt, so einen Waldspaziergang machen, Baum umarmen oder was auch immer und einfach mit einer super lieben Freundin Kaffee trinken gehen oder sowas, dann erhöhen wir unsere Schwingung und dann sind wir im Ausgleich, dann sind wir in der Harmonie und das fühlt sich gut an. Die Königin der Münzen hat ihren Platz gefunden. Das ist auch eine sehr ähnliche Energie wie die Herrscherin tatsächlich. Die haben wir ja hier schon. Und die ist allerdings noch mehr nach innen gerichtet und die ist mehr nach außen gerichtet. Aber es geht auch hier um Beständigkeit bei ihr. Beständigkeit. Sie hat etwas erreicht. Sie sitzt auf dem Thron. Sie ist selbstbestimmt. Sie ist fürsorglich, warmherzig. Auch eine Heilerin möglicherweise. Kräuterhexe in Anführungsstrichen, ne? Und sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist das ja eine weibliche Qualität. Das bedeutet das nach innen gerichtete, also auch der innere Reichtum. Das, was du schon dir auch innerlich aufgebaut hast. Wie stabil bist du in deinen spirituellen, geistigen Gefilden? Wie gut bist du dort aufgestellt? Und hier ist es natürlich auch, es geht auch darum, auch das, was du erreicht hast bisher, zu genießen. Das ist auch ein Hinweis hier, ganz wichtig. Bei aller Dramatik, die hier natürlich sein kann, sei dir bewusst dessen, wer du in Wahrheit bist. Du bist die Königin in deinem Universum und du bestimmst, was du manifestierst und was nicht. Und im Idealfall bist du natürlich sehr klar und ehrlich mit dir, dass du sagst, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und gehst dann entsprechend den Weg. Also vorher natürlich die Entscheidung aus Liebe zu dir für das, was du hier erreichen möchtest. Ganz wichtig. Finde ich sehr spannend, dass diese Karten so hier am Anfang und Ende ist. Und auch von den Farben her, das muss ich dir jetzt echt mal zeigen, von den Farben her, wirklich, guck dir das an, sehr gleich sind. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt hätte ich gerne natürlich auch hierzu noch eine weitere Karte. Und zwar für das, was die geistige Welt dir jetzt als Tipp gibt. Was sagt die geistige Welt hier als Tipp für den Monat September? Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Monat September. Was ist hier der Tipp der geistigen Welt für dich? Ah, okay. Lass die alten Verletzungen hinter dir, schau dahin. Es kann wirklich sein, dass diese Sachen, an denen du dich noch festhältst, an denen du festhältst, tatsächlich etwas sind, dass es einfach daraus resultiert, verschiedene Verhaltensmuster, Glaubensmuster, Glaubenssätze, die du mit dir rumträgst, die dir nicht dienlich sind. Ja, und die alten Verletzungen sind natürlich einfach auch Gedanken und Energien, die du abstreifen darfst, die du loslassen darfst. Also es geht wirklich um das Loslassen, möglicherweise auch ganz klar im Außen. Also vielleicht besteckst du gerade in einer Situation, mir fällt schon eine ganz konkrete Situation ein. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine Beziehung lebst, in einer Beziehung bist, wo noch wirklich ungeklärte alte Sachen
da sind, wo noch alte Verletzungen da sind und man da tatsächlich auch nicht so ganz ehrlich ist und vielleicht auch sagt, oh nee, ich möchte da gar nicht mehr hingucken und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass du da hinschaust, dass du diese alten Verletzungen dir anschaust, weil das ist genau das ist ein großartiger Hinweis des Universums, weil das sind Energien, die auch hier wieder bremsen und dich nicht so vorankommen lassen, wie du es vielleicht gerne möchtest. Also es ist natürlich so, klar sollen wir positiv in die Zukunft schauen. Klar sollen wir uns natürlich positive Entsprechungen in die Imagination setzen, dass wir dann auch natürlich einen wunderschönen Output haben. Aber wir haben eben auch diese Schatten mit uns. Und solange wir die nicht erlösen, ist es wirklich, als wenn wir ausgebremst werden. Und das beziehungsweise das tun wir dann selber. Also nochmal ein bisschen schauen, gibt es da noch etwas vielleicht bei dir im Leben, wo du sagst, ja stimmt, okay, in der Situation, die vielleicht hier gerade tatsächlich bei dir ganz aktuell ist, in der Situation, ach ja, nee, also da, das habe ich bisher vielleicht gar nicht so wahrgenommen, das habe ich verdrängt, das wollte ich einfach nicht sehen, das sind alles solche Energien, die da eine Rolle spielen. Also nochmal ganz großartiger, wichtiger Hinweis. So, jetzt haben wir... Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken, ganz kurz. So, und jetzt haben wir, ja, wir sind auch hier wieder bei dem Thema Entscheidung. Also ich habe schon festgestellt, auch bei den anderen Legungen, es wird hier wie wild entschieden durch alle 12 Sternzeichen durch. Und alle haben ganz wichtige Entscheidungen natürlich für sich zu treffen. Und dementsprechend passt dieses Deck mit den Lebensentscheidungen natürlich ganz hervorragend. Jetzt möchte ich gerne für dich wissen, Fisch, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Und schon ist sie da. Was haben wir hier? Milch und Honig. Das ist ja auch eine spannende Karte. Okay, ich schau mal, was in diesem wunderschönen Booklet hier für diese Karte steht. Das ist die Nummer 51, also auch schon ziemlich zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten hat denn dieses Deck? 52 Karten, guck mal, das ist die vorletzte Karte. Eine für 51. Okay, Milch und Honig. Grundbedeutung dieser Karte. Der Geschmack des Erfolgs aus der Authentizität geborene Chance, also Moment nochmal, also Grundbedeutung der Geschmack des Erfolgs. So, Punkt 1. Punkt 2. Aus der Authentizität geborene Chancen. Authentizität, hier die 7 Schwerter, ihr Lieben. Ein nährender Zustrom an Fülle, darauf vertrauen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Die Botschaft des Orakels. Grundbedeutung, habe ich ja schon. Du bist in eine Lebensphase der Fülle eingetreten, in das sprichwörtliche Land, in dem Milch und Honig fließen, nach dem wir uns alle sehnen. Es ist mehr ein Zustand des Sich-Treiben-Lassens als der Zielstrebigkeit, während all deine Sinne für die unbegrenzten Möglichkeiten des Universums geöffnet sind. Du durchlebst jetzt eine jener seltenen und kostbaren Phasen, die sich nur einstellen, wenn wir die Welt wie ein lockeres Gewand tragen. Nicht danach verlangend, aber dennoch bereit, sowohl physisch als auch mental Erfüllung zu finden. Überfluss ist eine Form von Energie, von der du selbst ein lebendiger Teil bist. Alle deine Bedürfnisse werden jetzt erfüllt und du wirst auf allen Ebenen beschenkt. Beziehungsbotschaft. Ob Sinnlichkeit, Leidenschaft und Romantik zwischen Liebenden, ob Augenblicke, tiefen Verstehens oder liebevolle Zuwendung unter Freunden und im Kreise der Familie. All die Freuden innigen Miteinanders stehen dir jetzt offen. Der Ruf deines Herzens findet seinen Widerhall. Lass deine Gedanken und Gefühle von Dankbarkeit erfüllt sein und ergötze dich an der Süße überfließender Liebe. Erfolgsbotschaft. Es gibt nur ein authentisches Ich. Dieses, dein wahres und echtes Selbst, ist der Abgesandte des Göttlichen in der Welt. Sobald du dich in Übereinstimmung mit der Wahrheit befindest, dass du eine einmalige Ausdrucksform des Göttlichen bist, kann dein Ego zur Ruhe kommen und deine Seele ihre Bestimmung in hellem Licht erkennen. Der Augenblick ist gekommen, um deine wahre Richtung zu finden. Sobald du diese kennst, findest du auch automatisch deinen Weg zum Erfolg. Und die Welt wird dir Signale zur Bestätigung senden. Wundern zu begegnen ist eine Frage der Entscheidung und eine Form der Weltbetrachtung.
Mit jeder Entscheidung, die du jetzt triffst, erwacht dein Potenzial, dein Glück zu machen und dein Schicksal zu bejahen. Chancen auf deinem Weg bringen dir dein bestes Leben, sei also für sie offen. Sie geben dir einen Vorgeschmack auf die Erfüllung deiner Wünsche. Jetzt kommt noch die Schutzbotschaft. Ein tiefes Unbehagen treibt dich dazu, Trost und Zerstreuung zu suchen, um so der Wirklichkeit zu entfliehen. Das funktioniert für den Moment und nur so lange, bis die unangenehmen Gefühle zurückkehren und dich erneut in Ablenkungen Zuflucht suchen lassen. Ein Teufelskreis, der dich erschöpft und schlechter fühlen lässt als zuvor. Du kannst weiter gegen dich selbst ankämpfen oder aber das Licht im Dunkel sehen und dich dafür entscheiden, dich dem göttlichen Prinzip zu überlassen. Die Zeit ist reif, um radikal für dich selbst zu sorgen, und zwar möglichst bevor du dich zu Worten oder Handlungen hinreißen lässt, die du später bereust. Du wirst geliebt und umsorgt. Bring jetzt dieselbe Liebe, dasselbe Mitgefühl für dich selbst auf. Lege deine Probleme in die Hände des Göttlichen. Allein darauf kommt es jetzt an. Wow, ja, das passt auch wirklich sehr gut. Es geht wirklich darum, dass du, vielleicht nochmal als Hinweis, wenn es hier eine Auseinandersetzung gibt, schau mal, ob das wirklich so extrem werden muss oder ob du schlicht und ergreifend in der Ruhe bleibst und in der Klarheit bleibst und sagst, okay, nee, so nicht mehr. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, ein reinigendes Gewitter klärt die Luft, dass so Dinge für dich klarstellst, dass du sagst, okay, so wie bisher, mit den 7 der Schwerter geht es nicht mehr. Ich möchte diese alten Verletzungen loslassen. Ich möchte das nicht mehr mit mir machen lassen, ist zum Beispiel auch ein Satz. Du sorgst für neue Strukturen damit im September und und du hast möglicherweise jetzt schon Unterstützung und Hilfe, die dich dann auch bei diesen Dingen auffangen, und dann ist es wirklich auch hier Milch und Honig dann. Es entsteht ja immer wieder was Neues, und je nachdem, wie wir dazu stehen, können wir auch durchaus die Schätze in negativen Situationen sehen, weil sie uns natürlich letzten Endes immer weiterbringen und weiterhelfen, wenn wir dir auch die entsprechenden Erkenntnisse logischerweise daraus ziehen. So, jetzt habe ich hier noch eine letzte Karte für dich. Ich gehe dafür ein kleines bisschen rüber, und zwar aus dem Heilsteindeck. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was für die Fische hier für den Monat September. Welcher Heilstein könnte dich hier oder möchte dich hier unterstützen? Was ist das, was hier für dich bereitsteht? Also, da haben wir die Karte. Wunderbar. Das ist der Prasem. Selbstbeherrschung und Beruhigung. Vielleicht in Zeiten des Turmes gar nicht so verkehrt. Wut und Zorn zerstöre nur dich selbst. Prasem schenkt dir tiefen inneren Frieden und lässt dich friedvolle, versöhnliche Lösungen finden. Sein Geschenk: Vertrauen ins Leben. Also, falls du da wie Energien in dir schon verspürst, die dich quasi innerlich kochen lassen, oder sagst, ich bin hier kurz vorm Platzen, möglicherweise ist ein Prasem dann eine ganz gute Unterstützung, dass das nicht zu krass wird. Ja, weil ich darf ja auch nicht vergessen, es sind hier immer noch nicht nur einfach die reinen Fische in Anführungsstrichen, sondern es sind ja auch noch ein paar Menschen, die vielleicht von der Grundstruktur ein bisschen anders unterwegs sind und Fisch, Ascendent, Mond oder Venus drin haben. Genau. Also Milch und Honig. Also das hat für mich hier, diese Karte schien jetzt im ersten Moment beim Lesen natürlich sehr gegensätzlich zu sein zu dem, was ich hier gelegt habe. Aber so gegensätzlich ist es nämlich nicht. Denn das ist ganz klar die Aussage: Wenn du authentisch bist, wenn du du selbst bist, wenn du für dich aus Liebe zu dir entscheidest, um das zu tun, was du gerne machen möchtest. Liebe bringt immer Liebe hervor. Also bist du in dem Moment mit der Entscheidung auch in dieses Land von Milch und Honig, was da steht, eingetreten. Und das kann natürlich sein, dass das ein bisschen dauert, dass das nicht sofort sichtbar ist. Möglicherweise reicht aber auch ein klärendes Gespräch und dann hat sich das Ganze erledigt und da fließt Milch und Honig. Möglicherweise braucht es auch ein bisschen länger. Aber Milch und Honig heißt ja auch wiederum, wenn ich in mir klar bin, wenn ich in mir meinen Schatz finde, wenn ich in mir meine Position als Schöpfer erkenne und auch ich bin kreativ, da will was raus, ich bin leidenschaftlich, ich passioniert, ich möchte etwas tun, innere Stimme und so weiter, dann ist auch der innere Reichtum da und das ist dann auch die innere Sicherheit, die letztendlich dann nachher für äußere Sicherheit sorgt. Aber erst muss es im Innen sein und manchmal brauchen wir wirklich auch
ja, ein bisschen Rabotti und ein bisschen Zunder, um letzten Endes dann zu diesen tiefen Einsichten zu kommen und um wirklich in uns die Festigkeit zu finden. Aber die Entscheidung aus Liebe, die erste Karte, die hier vorne liegt, die ich gezogen habe, ist wirklich die alles Entscheidende, um dann dorthin zu kommen. Okay. Ja, ihr Lieben, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wir haben den Monat September vor uns. Ich bin super gespannt. Ich wünsche dir natürlich eine, ja, manchmal ist es auch ein heilsamer Schock. Also ich hoffe, dass es für dich so läuft, wie du es dir wünschst, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Und ja, denke mal dran, du bist wichtig. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Universum. Und nur du kannst entscheiden, ja, nur du kannst für dich glücklich sein. Es kann kein anderer für dich. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, gerne liken, kommentieren, Kanal abonnieren und ich ja, wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video ganz bald wieder und ich sage bis dahin Namaste.